Der Artikel, den der Herald am nächsten Tag in großer Aufmachung brachte, gipfelte in dem Bekenntnis: Dieser Mann wird es schaffen. Wenige Tage später veröffentlichte man die zweite Subskriptionseinladung. Die Anteile lauteten auf 10, 20, 100 und 1000 Dollar. War die erste Anleihe noch zögernd verkauft worden, weil niemand so recht wusste, was die Aktie einmal wert sein würde, drängte sich jetzt die breite Masse an die Bankschalter. Die Massenarbeitslosigkeit schien überwunden und die Menschen hatten Geld, um es fest anzulegen. Als Mr. Franklin Brown, 35, unverheiratet und mit seiner Mutter zusammenlebend, seine im 48. Stock gelegene Apartmentwohnung betrat, war er müde und abgespannt. Bleiben Sie also abends nicht zu lange aus. Bist du's, Franklin? Ja, Mutter. Du kommst halt später als sonst. Es gab viel Arbeit. Guten Abend. Guten Abend, Franklin. Ach, schalt ruhig den Apparat ab.